Hallo Freunde, willkommen zum G-Cording Studio Blog. Ich bin euer Jimmy und freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ja, der beste Produzent, der beste Toningenieur für euch. Gibt es den oder gibt es den nicht? Doch, ich denke, es gibt ihn. Anders als viele Werbeanzeigen und Reklamen bei Facebook und Instagram, die ich in den letzten Monaten gelesen habe mit den Aussagen: Wir lassen euch klingen wie die Großen, wir machen den fettesten Sound, ihr wollt den großartigsten Sound überhaupt, dann nur bei uns. Ja, das klingt alles wunderbar und schön, aber funktioniert es? Nein, es funktioniert natürlich nicht. So, die Großen klingen ja wie die Großen, weil es die Großen sind und nicht, weil irgendein Ingenieur jetzt da Wunder vollbracht hat, sondern es muss natürlich erstmal das Handwerk ganz, 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 ganz wichtig stimmen. Die Großen haben natürlich gutes Equipment, die sind gut vorbereitet, die haben tolle Songwriter, sind selber tolle Songwriter, haben eine tolle Band, ja, sind eingespielt. Das ist der große, große Schritt zu den Großen quasi. So, klar ist ein Tonstudio nicht unwichtig und die Großen können sich eben auch die besten Tonstudios der Welt leisten. Und da steht halt Equipment von mehreren Millionen Dollar drin und ja, das hört man dann auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine amerikanische Country-Produktion oder so reinzieht, dann merkt man gleich, wo der Hase langläuft. Ne? Und kann man das nachmachen? Nein, das kann man nicht nachmachen. Da kann man jetzt fummeln, wie man will. Ja, man kann der Kundschaft suggerieren, ja, wir machen das, das klingt ihr fast so, aber das ist natürlich Quatsch. Ihr solltet, wenn ihr ein Tonstudio sucht oder einen Produzenten sucht, einen Mixer sucht, dann guckt nicht danach, wer das tollste Equipment da stehen hat, wer die tollsten Outboard-Geräte stehen hat, ja, sondern guckt danach, ob der Produzent eure Musik macht, ob er Sachen gemacht hat, die euch total gut gefallen, wo ihr sagt, ja, ich glaube, der versteht uns. Darum geht es. Der Produzent oder der Ingenieur, die müssen euch verstehen, die müssen eure Musik verstehen und die müssen versuchen, euer Produkt zu veredeln. Und darauf kommt es jetzt an. Seid ihr professionell und könnt alles toll spielen, habt richtig geiles Equipment, ihr habt tolle Gitarren, ihr habt tolle Amps, ihr habt ein geiles Schlagzeug, ja, dann könnt ihr ins Studio gehen und der Toningenieur kann sich richtig auslassen, weil da kommt schon mal geiles Zeug rein. Seid ihr aber noch nicht ganz so weit, ihr seid noch Einsteiger, Fortgeschrittener und braucht Unterstützung, dann braucht ihr einen Produzenten, der zum Beispiel Multi-Instrumentalist ist, der versteht, wie eure Instrumente zu klingen haben, der euch ein Arrangement anbietet, der euch Ideen präsentiert, der neue Sachen erarbeitet, der euch wirklich hilft, der euch wirklich hilft, das Beste aus eurem Produkt zu machen. Und da müsst ihr rumgucken. Lasst euch nicht blenden von immer irgendwelchen teuren Geräten. Ja, gut, da geht man zur Bank, Kredit, haut sich die ganze Hütte voll toller Geräte. Wenn man sie nicht bedienen kann oder wenn nicht das Richtige reinkommt, nützt es euch einfach nichts. Ja, also lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen tollen Werbesprüchen, wir machen euch riesig groß, ihr klingt wie die Großen, sondern sucht euch immer das Studio aus und den Produzenten, wo ihr wirklich das Gefühl habt, der passt zu euch, der ist euch auch sympathisch. Ganz, ganz wichtig. Es gibt tolle Studios gerade, ja, auch tolle Produzenten. Guckt mal bei dem Ossi Pfeiffer rein. Ganz, 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 ganz toll in Hannover. Ein mega sympathischer Typ. Und wenn ich Musiker wäre und würde in Hannover wohnen, hätte kein Studio, dann wäre ich Kunde bei Ossi, weil man sich das sofort wohlfühlt. Er ist halt Musiker, er ist cool. Und genauso gehe ich auch an die Sache ran, wenn jemand zu mir kommt, dann ich gucke mir das an und sage, ja, da kann ich euch helfen, das ist genau meine Musik, das finde ich toll, da kann ich euch wirklich unterstützen. Wenn das nicht mein Genre ist, dann lasse ich die Finger davon. Es geht nicht nur ums Geld verdienen und das sollte es jedenfalls nicht. Und deswegen guckt in Ruhe nach, wer für euch da ist. Aber klingen wie die Großen, da müsst ihr so lange warten, bis ihr genauso groß seid und dann werdet ihr auch klingen wie die Großen. Das war's für heute. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.